Ihr wollt die 7 Sterne Liberate Solo erledigen? Ich zeige euch, wie es am einfachsten geht. Was ihr dafür braucht, ist ein Lamus Level 100 mit dem Item Überreste und am besten den Terra-Typen Psycho. Die Attacken sind Kraftvorrat, Eisenabwehr, Rängeschmied und Tagedieb. Ihr tut die EVs vom Lamus Full of Special Attack sowie auf Verteidigung boosten. Die Fähigkeit spielt dabei keine Rolle. Habt ihr das alles gemacht, seid ihr bereit für den Raid. Seid ihr im Raid angekommen, ist das erste, was ihr macht, Eisenabwehr zu drücken. Und zwar ganze dreimal, bis ihr auf plus 6 seid, damit euch Libero gar keine Damage machen kann. Der nächste Schritt ist es, dreimal Ränkeschmied rauszuhauen, damit ihr ebenfalls den Special Attack auf plus 6 boostet. Habt ihr dies gemacht, könnt ihr nun mit der Attacke Kraftvorrat ordentlich Damage machen. Denn die Attacke Kraftvorrat wird mit jeder Statuswertveränderung des Anwenders um 20 Punkte erhöht. Ihr habt 12 Veränderungen, das macht 240 plus die 20 von Kraftvorrat. Heißt, ihr habt eine Base-Attack von 260. Irgendwann wird Libero euer Stats zurücksetzen. Wenn dies der Fall ist, müsst ihr sofort Eisenabwehr wieder drücken, euch hochboosten und am besten dann noch einmal Ränkeschmied und damit Kraftrohr wieder ordentlich Damage aushauen, bis das Teil besiegt ist. Am besten Terra kristallisiert euch noch, so wie in dem Video da oben, und dann sollte Libero kein Problem sein. Achtung, wenn ihr gekrittet werdet, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass ihr den Raid nicht schafft. Für mehr folgt mir gerne auf Twitch, ich bin dort nämlich fast jeden Tag live.